und herzlich willkommen zurück zu EU, ein Jump'n'Run RPG. Ja, bevor ich jetzt anfange, mein bisher zweitverhasstes Level, oder eigentlich ist es jetzt auf Stufe 1 mittlerweile, zu beginnen, möchte ich euch noch eins zeigen. Und zwar war ich jetzt hier in den Waffen drin. Ich gehe mal eben hier raus. Ihr wisst das ja, ihr könnt ja hier oben über die Icons kaufen bzw. verbessern. Wir haben ja jetzt bisher immer mit dieser Waffe hier gespielt, diese Nagelmaschine, ne? Nailgun, Nagelwaffe eigentlich, streng genommen übersetzt. Da konnte man ja nichts machen, also da steht hier rechts überhaupt nichts. Und ich habe mich jetzt mal schlau gemacht, nicht, aber ich habe mal ein bisschen getestet. Ich hatte dann ja diesen Speer vorletzte Folge gekauft. Hab mich da aber nicht so richtig mit auseinandergesetzt. Entweder ist das neu oder, was ich eher glaube, ich habe es übersehen, dass hier rechts Upgrade dran steht. Hier kann ich jetzt nichts mehr machen, werde ich jetzt auch nichts mehr machen, aber ich habe dann mal so ein bisschen geguckt. Also das Schild hätte ich auch gerne, aber das ist halt für die Defense und ich brauche schon so ein bisschen, ja, schlagkräftigere Waffen, sage ich jetzt mal, für die Offensive. Deswegen habe ich mir jetzt hier dieses, ja, ich sag mal, Blasrohr gekauft. Und erst war ich hier unten am Gucken, habe das wieder komplett übersehen, muss ich dazu sagen. Habe dann aber festgestellt, Moment, hier steht ja Upgrade, klick mal einfach drauf. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier drauf klicke, kann ich jetzt natürlich nicht machen, weil dafür brauche ich 80 von denen oben rechts. Dann steht da auch was drauf, reduces the cooldown of weapons and defense skills. Heißt mit anderen Worten, dass ich halt, so wie ich es verstanden habe, schneller hintereinander schießen kann. Also, dass das dann schneller sozusagen wieder aufgeladen ist. Da habe ich mir jetzt mal eins geholt. Dann die Reichweite möchte ich auf jeden Fall auch noch erhöhen. Aber da müsste ich erstmal schauen, dass ich mehr hier oben bekomme. Und hier kann man... Ja, jetzt kann man nicht mehr draufklicken. Okay, leider kann man sich den Text jetzt auch nicht mehr anzeigen lassen. Aber die Geschwindigkeit von diesen, ja, von dem Ding hier, Patrone ist es ja eigentlich, die habe ich auch zweimal erhöht, dass das auf 1 hoch ist. Und den Schaden habe ich auch erhöht. Ich bin mal gespannt, ich war jetzt noch nicht drin. So, das wollte ich euch nur eben gezeigt haben. Und möchte gerne anmerken, dass das hier zu dem Zeitpunkt, wo ihr das guckt, mein Vergangenheits-Ich ist. Das heißt, mein Zukunfts-Ich könnte eventuell bei den nachfolgenden Szenen alles noch ein bisschen geupgradet haben, weil ich nämlich gerne in der Zwischenzeit, bis ich weiterspiele, also bis ich das Level nochmal versuchen möchte, wie gesagt, noch ein bisschen farmen wollte. Und es kann sein, ja, dass ich dann hier vielleicht die Werte ein bisschen geändert haben zu dem Zeitpunkt. Für euch wird es jetzt keinen großen Unterschied geben. Wenn ich daran denke, werde ich das nochmal als Kommentar gleich hinterlassen, ob ich da irgendwas noch geändert habe oder nicht. Wenn ich es vergessen sollte, dann wisst ihr Bescheid, wenn sich die Werte hier ein bisschen geändert haben. Ich habe jetzt einfach gleich einen kleinen Cut gemacht und habe den Rest dann an einen anderen Tag aufgenommen. Das nur kurz zur Erklärung, damit ihr jetzt nicht total verwirrt seid. Es reicht nämlich schon, dass ich komplett verwirrt bin, wenn ich sowas mache. Vielen Dank, mein Vergangenheits-Ich. Hier spricht wieder das Gegenwarts-Ich. Und ich hoffe, ihr seid nicht allzu verwirrt. Wir starten jetzt direkt mit Level 12. So, ich muss mal eben den Mauszeiger hier rausbewegen. Wir können jetzt mit Controller spielen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob ich das in der Vergangenheit schon mal erwähnt hatte oder ob das jetzt das erste Mal ist, dass ich mit Controller spiele. Achso, wo laufe ich denn jetzt eigentlich schon wieder hin? Ich bin gerade schon total orientierungslos. Oh. Wir haben jetzt übrigens, wie ihr schon seht, eine höhere Geschwindigkeit. Ich habe noch mal ein bisschen draufgelegt. Mein Vergangenheits-Ich, glaube ich, da kommt noch einer, glaube ich, hat euch ja schon davon erzählt, dass ich das Ganze ein bisschen aufgepimpt hatte. Und, nein. Ah, das ist jetzt ganz blöd mit der Schraube da unten. Ah, so geht's auch. So. Und mein Gegenwarts-Ich ist ganz ehrlich, ich habe total vergessen, was jetzt alles war, weil das jetzt für mich schon wieder so lange her ist. Leider, weil... Ah, nein!
Du Idiot! Aber dich kann ich nicht treffen. Das ist doch blöd. Geht nicht anders, ne? Oder ich lass die Schraube jetzt erstmal liegen. Ich werde wahrscheinlich jetzt sowieso wieder sterben. Bei meinem Glück. Jetzt habe ich schon wieder total vergessen, was ich sagen wollte. Oh, das ist so geil, dass das jetzt so schnell geht. Ja, was ich glaube ich eigentlich sagen wollte. Oh Gott, da geht das wieder los mit dem Laserfeld hier. Moment. Warum ist da jetzt ein Pfeil nach rechts eigentlich? Nein, oder? Oh. Sind wir hier letztes Mal auch rumgegangen? Ich bin mir nicht sicher. Oh, war das eine Explosion gerade? Ach nee, das war im Hintergrund. Oh, ich dachte gerade schon. Nein, nein, nein! Oh, oh. Scheiße. Also, selbst das schaffe ich sogar noch. Dass ich scheinbar den richtigen Weg finde und es mir dadurch kaputt mache, weil ich runterfalle. Ach Mann, das ist doch nicht wahr. Ich darf auch nicht zu viel lachen, weil es sonst passieren kann, dass ich noch einen riesigen Hustenanfall bekomme. Ich wollte das Spiel ja eigentlich auch gestreamt haben diese Woche. Hatte auch noch überlegt, ob ich da einen Geburtstagsstream draus mache. Ich habe ja am Freitag Geburtstag. Hab dann aber die Nachricht bekommen, dass ich überrascht werden soll mit irgendwas, von dem ich noch nicht weiß, womit ich überrascht werden soll. Und ja, denke, dass ich dann an meinem Geburtstag wohl doch nichts machen kann. Ich werde hier auch überrascht. Was soll das? Was soll das? Wo kommen die her? Oh, nein! Ich mache euch platt! Das ist wie mit den Motten in der Küche. Ich mache euch alle platt. Ach, Moment, da konnte man hochklauen. Ich war gerade schon... Oh, ein Strahl. Also so ein Dingsstrahl. Cool. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ja. Aber der hilft uns nicht allzu viel. Oh, oder? Oh, scheiße! Nein! Nein, lass mich in Ruhe. Wieso kann ich nicht mehr schießen? Hilfe! Hilfe! Ich kann nicht mehr schießen! Nein! Ich kann nicht mehr schießen. Wieso kann ich nicht mehr schießen? Hallo? Hilfe? Hä? Jetzt steht hier, ich soll nach links. Ah! Nein, ihr könnt mich doch alle mal. Haut ab. Oh, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Aber, wieso kann ich nicht schießen? Hier unten kann ich wieder schießen. Oh Gott. Hilfe. Oh, was ist das für ein Level? Oh, nein, hau ab! Da war aber irgendwas, was man aufheben konnte, oder? Das will ich haben. Geht weg. Haut ab. Kommen die jetzt endlos wieder hier? Nicht auf meinen Kopf fallen. Das da, das wollte ich einsammeln. Ach, meine Batterie ist wieder runter. Nein, welche Taste war das? Moment, Y. Das war nicht... Doch, das war Y. Das war doch richtig. Jetzt kommen sie von hinten auch wieder. Ich will weg. Mama, Hilfe. Ah, ich habe das Ziel erreicht. Oh. Ja. Nochmal der Wink an mein Vergangenheits-Ich. Ich denke mal, dass du nicht wusstest, dass ich heute so eine Herzattacke kriegen würde. Das Problem ist, je mehr ich gleich rumschreie bei dem Spiel oder je mehr ich mich freue oder sonst irgendetwas, umso mehr kann es sein, dass ich gleich einen Hustenanfall bekomme. Also sollte zwischendurch mal der Ton plötzlich ausfallen, dann habe ich wahrscheinlich eine Hustenattacke bekommen. Sollte ich sterben, wahrscheinlich auch, weil dann kann ich nicht mehr vor Husten nicht mehr drücken. Ach, oje, oje, oje. Neuer Rekord. Ich habe es in nur 5 Minuten geschafft. Ey, wenn ich überlege, wie lange ich da dran war. Ich habe den Pfeil nicht gesehen. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob letztes Mal schon ein Pfeil drin war. Aber es wird mich auch nicht wundern, weil ich sehe den Pfeil vor Leuten... Nee, den...
Pfeil vor lauter Wind nicht. Keine Ahnung, wie ich das sagen wollte. Ihr wisst ja, was ich meine mit dem Wald und den Bäumen und so weiter. Oh mein Gott, wir sind im vorletzten Level. Oh mein Gott. Was können wir denn... Nee, ich glaube, ab 500 kann ich hier erst wieder was machen. Also das, was ich machen wollte. Ich bin mir nicht sicher. 153. Ob wir da noch irgendwas verbessern können. Wieso habe ich jetzt die Waffe da drin? Nee, die war komplett verbessert, okay. Ja gut. Aber ich habe doch jetzt bei meinem Equipment, ja meine ich doch, habe ich doch die richtige Waffe drin. Okay. Puh. Ich bin mir auch noch nicht sicher, was das hier mit, achso, die Verteidigung, hätte ich die vielleicht bei den ganzen Viechern jetzt benutzen können? Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe dann immer so eine Panik, dass ich gar nicht mehr daran denke, dass ich überhaupt eine Verteidigung habe. Und dann drücke ich einfach... Oh, oh. Und dann drücke ich einfach auf Schießen. Das hier zeigt mir nichts Gutes an. Ich habe übrigens jetzt den Unterschied mittlerweile kennengelernt. Hier ist ja ein Buch drin. Und bei dem Level, was wir gerade gemacht haben, ist kein Buch mehr drin. Wenn man das Buch drückt, ich weiß gar nicht, ob man da Sterne sammeln kann oder nicht. Da habe ich bisher noch keine Sterne gesammelt. Wenn man aber das Buch nicht drückt, kann man Sterne sammeln. Ich zeige euch das mal kurz hier vorne. In dem einzigen... Oh, da können wir drauf drücken. In den einzigen zwei Level, wo ich tatsächlich mal Sterne bekommen habe, die könnt ihr hier übrigens einsammeln. Ich weiß nicht, ob das neu ist oder ob ich einfach nur ein Blindfisch war und das vorher nicht gesehen habe, aber ich finde es cool. Ich habe, glaube ich, bis Level 5 oder so die nochmal nachgespielt und immer mal wieder gespielt, um ein bisschen zu sammeln, damit wir hier oben mehr haben von diesen Schrauben oder Muttern. Und ja, tatsächlich waren das die einzigen zwei Level, wo ich es dann auch mal geschafft habe, was zu kriegen, also sternmäßig. Ich klicke jetzt mal einfach auf Start. Das wird jetzt mein Untergang sein, das weiß ich jetzt schon. Wenn ich hier Start drücke, ist das irgendwie immer mein Untergang, ich weiß auch nicht. Ich muss nach links. Ist rechts denn noch irgendwas interessant? Da kann ich auch gar nicht rum, ne? Nee, okay. Oh Gott. Oh Gott. Also, ich dachte gerade schon... Ich wollte gerade sagen, die gehen doch bestimmt wieder an. Ich lasse mich hier nicht veräppeln von euch, Jungs. Oder vielleicht doch. Ich hätte das wieder schneller machen sollen, oder? So. Nein, nein! Nein, da kommen noch mehr. Scheiße! Oh. Ist das euer Ernst? Ich meine, die sind ja noch okay, auch wenn das viele sind. Aber hallo? Was war das gerade für ein Mega-Viech? Ich habe nur noch ein halbes Leben. Leute, ernsthaft. Ich will nicht mehr. Ich höre auf mit dem Ganzen. Ich gehe wieder nach Hause. Alarmlevel. Ich wollte gerade sagen, dann springe ich genau im falschen Moment wahrscheinlich, ne? Also. Aua. Okay. Ich bin doch nicht drauf reingefallen. Es kamen doch wieder welche. Kommen die jetzt aus der Lava raus oder war das nur einmalig? Okay. Ich bin gerade ganz, ganz skeptisch, wenn ich jetzt ehrlich bin. kann ich hier unten überhaupt rumlaufen? Weil das Ding ist so... Das kann ich auch nicht zumachen. Das habe ich gar nicht gesehen, dass es hier runtergeht. Das Problem ist... Jetzt wünschte ich mir, ich könnte mal nach rechts gucken, was da war. Das Problem ist, war da irgendwas Wichtiges oben? Oh, ist das... Nein! Ich habe ihn zu spät gesehen. Ist das jetzt euer Ernst hier? Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Da oben ist was Kleines. Aber das macht mich jetzt so noch nicht kaputt, wenn ich das richtig sehe, oder? Nein! Oh, okay. Wenn ich mitten reinlaufe, springe, wie auch immer, das macht mich auf jeden Fall kaputt. Ach komm! Wieso kann ich nicht springen von hier oben? Jetzt. Okay. Also hier unten, wo es ein bisschen bräunlich ist, darf man springen. Aber
Nicht oben, wo es so dunkel wird. Kommt hier jetzt wieder? Ich wusste, da kommt wieder irgendwas. Ich wusste es. Wie soll ich denn... Oh, Leute. Nein, nein, nein. Okay. Aber ich war ja noch am Anfang. Also ist jetzt nicht so, als ob ich jetzt mega viel gemacht habe. Aber ich habe so viel eingesammelt. Das ist doch gemein. Im Moment, links rum, ne? Oh. Ich dachte, ich werde jetzt zerquetscht. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Na? Na? Ich traue mich nicht mehr weiter. Oh, das war das. Ja, 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 ja. Aber das Problem wird der große Roboter gleich werden. Also wenn ich irgendwo einen Countdown sehe, dann schreie ich am besten. Da. Oh, aber ich bin diesmal mit 2 Leben davon gekommen, weil ich nicht so überrascht worden bin. Ha! Sehr schön. Oh Gott. Ich muss erstmal Luft holen hier. War hier nicht auch wieder irgendwas? Doch, ein kleiner war hier, oder? Ja. Du bist sowas von unwichtig. Okay. Probieren wir es jetzt nochmal, da oben rum zu springen. Ich nehme das jetzt erstmal. Also, ich nehme auch an, dass wir hier links weiter müssen. Umso fieser ist es, dass ich jetzt hier hoch möchte. Upsala. Oh, ah, den habe ich vergessen. Okay. Mal hier rum, wenn ich hier nicht hängen bleibe. So. 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 Okay. Dann. Ich liebe es ja, wie weit der springt. Das ist irgendwie cool. War hier links noch was? Ja, ich wusste es doch. Kleinen runden Drecksäcke, ehrlich. Überall verstecken die sich, wo man sie nicht gebrauchen kann. So, jetzt diesmal falle ich nicht drauf rein. So. Falls ich mich übrigens ganz schrecklich anhöre, tut es mir leid, aber meine Stimme bricht ständig ab. Nein. Oh, ich habe gewusst, dass ich... Oh, oh, hat aber nichts abgezogen. Okay, ich glaube aber, da liegt... Ich hoffe zumindest... Ah, nee, da war noch eine Schraube. Ernsthaft? Kann man da durch? Ach, da kann... Moment, aber hier... Nein, hier kann man gar nicht durch. Nein, ich will hier durch. Ich will nicht nach oben. Okay. Das ist ja noch okay. Man kam aber nicht auf der anderen Seite durch, oder? Nein, geh durch. Oh, ich hab Leben weniger. Wir sind fies. Wir sind echt fies. Hilfe! Was war das? Hallo? Nein, 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 nein. Diesmal falle ich nicht drauf rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, Batterie, Batterie. Links ist noch was zum Heilen. Die Frage ist, ich denke, ich soll hier weiter, oder? Oh, oh, oh. Aber wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwas Gutes auf der rechten Seite verpasst. Ich wusste es. Ah! Ich wusste es! Nein! Stirb! Kommt da noch was? Ich habe nur noch ein Leben. Hallo? Darf ich hier durch? Dankeschön. Gott, da kommt doch wieder sowas, oder? Oh Gott. Ich lasse jetzt eine Riesenexplosion gleich hinter mir. Das weiß ich jetzt schon. Nein, nein, nicht da. Oh, wieso rutscht der da runter? Der war jetzt aber gemein. So richtig.
Hier ist doch bestimmt wieder irgendwas. Entweder ist das das Ende oder es kommt hier irgendwo. Oh, es kommen große Gegner, okay. Oh, Leute, ernsthaft. Ey, wenn man das erste Mal diese Level machen muss, das, ich finde es unheimlich schrecklich. Ich kriege hier nur noch Herzinfarkte. Oh mein Gott. Ah! Geh weg! Oh nein! Da kommt noch mehr! Nein! Haut ab! Haut ab! Ich mag euch nicht! Oh Gott. Das ist aber blöd, von der Seite zu schießen. So. Wenn jetzt nochmal so ein großer kommt, dann drehe ich am Rad. So. Also hier habe ich jetzt keinen Fall. Hier habe ich definitiv keinen Fall. Wahrscheinlich habe ich es wirklich einfach übersehen beim letzten Mal. Das Ding können wir noch nehmen. Unten können wir irgendwie nicht rum. Oh nein. Ich muss mich kratzen, das ist nicht gut. Wenn jetzt Gegner kommen. Das ist kein gutes Geräusch hier gerade, oder? Nein, da ist ein Alert-Level. Nein! Jetzt gehe ich da zurück oder gehe ich da? Ich gehe erstmal, damit wir das mal abgeschlossen haben. Ich gehe jetzt mal zum... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es ist lustig, das muss man jetzt auch dazu sagen. Ich kriege jetzt zwar regelmäßig Herzattacken gerade bei dem Spiel. Nee, ich muss da drauf klicken. Aber, ja. Man freut sich auf jeden Fall jedes Mal, wenn man weiterkommt. Es tut mir allerdings gerade der Hals ein bisschen weh vom lauten Schreien. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. So. Wir sind beim letzten. Oh mein Gott. Was soll das sein? 3 Sterne, wenn ich unter 1,30 das schaffe? Ich habe jetzt gar nicht mehr drauf geachtet. Okay. Ich gehe einfach nach rechts, dann komme ich zum Ziel, oder? Nein? Okay. Ich habe jetzt sowas von... Oh, oh, oh. Nein! Wieso kommt der hier rum? Ah! Versetzt mir hier doch nicht solche Herzattacken. Scheiße. Oh. Ihr kommt mal alle nach hier. So. Dann gehe ich da... Oh, nicht runter. Scheiße. Oh. Nein, geh weg. Oh, die kommen ja auch noch nach. Stimmt hier. Nein. Ich will die Schraube haben. Ha, ihr könnt mich mal. Ich bin weg. Nein, nein. Was mache ich denn hier? Mann. Oh, jetzt kommt das nicht mehr mit, ne? Moment. Ah! Okay. Ich dachte, da wäre jetzt irgendwas Besonderes mit dem Fass, was jetzt gerade runterkam. Da oben ist ein Schlüssel. Da muss ich auf jeden Fall erstmal hin. Nein. Ah, nein, nein, in die richtige Richtung. Oh Gott. Ich werde dieses Spiel nie wieder spielen. Nein, man möchte natürlich wissen, wie es weitergeht. Das ist ja das Fiese daran. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sag mal, du sollst aber schon die Batterie nehmen. Hallo? Wieso nehme ich die nicht? Achso, weil ich voll bin oder was? Okay. So. So, das ist nicht gut. Das ist noch weniger gut. Kamika! Oh. Ich glaube, das ist jetzt nicht so gewollt.
Ja, schönen Gruß an die Entwickler. Ich habe mal wieder einen schönen neuen Bug gefunden. Man springe hier rüber und halte die linke Taste gedrückt. Dann kann man ewig hier oben bleiben. Okay, wenn ich loslasse, komme ich aber wieder runter. Wenn auch ganz langsam, aber das ist mir ehrlich gesagt lieber, weil ich dann nämlich sehen kann... Nein. Hä? Ach so, ich kann da nicht rum, oder was? Nee. Aber unten schon, oder? Ja, unten schon. Oh. Nein, jetzt komme ich da nicht mehr rum. Gehst du mal kaputt hier? Mann. Oh Gott, ich kriege hier gerade die Krise, weil es hier so schräg ist. Hallo? Aber das ist draußen, oder? Wo es jetzt hier so donnert. Das ist nicht bei mir. Aber das kann auch nichts Gutes bedeuten. Oh Gott, ich wusste es. Jetzt steht der direkt auf meiner Schraube. Du Blödmann. Oh, ihr habt das so fies gemacht. Ne? Da kann man noch nicht mal vernünftig schießen. Wo muss ich denn jetzt hin? Darunter. Oh. Die nehme ich aber noch mit. Kamikaze! Oh, wir sind im Weltall. Wir waren im Weltall. Wir sind gleich kaputt. Oh, scheiße. Ja, wir sind wirklich gleich kaputt. Na! Oh, oh. Ich fliege. Ich bin mir aber nicht sicher, welche Richtung ich eigentlich sollte. Ha! Ja, ja, ja! Ich hab's geschafft. Oh Gott. Also es tut mir leid, dass sich meine Stimme auch gerade so quietschig anhört, wenn ich mich freue. Oh Gott. Mir tut auch der Hals gerade wieder ein bisschen weh dadurch. Ein Bonus, ein extra Herz. Das heißt, kriege ich das, also behalte ich das jetzt? Dass das immer eins mehr ist oder wie? Oder was? Oder wo? Oder... Wir haben es geschafft. Wir haben den Wald freigeschaltet. Wuhu! Ich hätte es ehrlich gesagt nie gedacht nach meinen ersten Startversuchen. Hier können wir auch nochmal draufklicken. Cool. Aber wir haben es endlich geschafft. Und als nächstes können wir dann mit dem Wald beginnen, mit Level 15. Aber ich würde schon fast sagen, ich glaube, die Folge ist jetzt nicht ganz so lange geworden. Ich habe ein bisschen spät draufgedrückt auf die Zeit, muss ich sagen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen, weil das so ein schöner Cut ist, dass wir jetzt dann das nächste Mal mit dem Wald anfangen. Und ich habe schon, ehrlich gesagt, ein bisschen Schiss davor. Also die großen, ich hatte ja schon Probleme mit diesen größeren Robotern. Die kann ich jetzt immerhin mit zweimal erledigen. Aber wenn ich jetzt diese ganz großen Roboter sehe, diese Nummer 5 mäßig, ne? Also der ist ja auch so, dass er so hoch gehen konnte und runter gehen konnte. So ein bisschen sehen die aus vom Gestell her. Die mag ich so gar nicht. Kann man nicht die ganzen Gegner einfach rausnehmen und ich mache das so Jump and Run mäßig und dann habe ich ein gutes Gefühl bei jedem Level, wo ich nicht sterbe. Nein, ich glaube, das wäre dann auch nicht der Sinn und Zweck des Spiels. Ja, also, bevor ich jetzt gleich doch noch einen riesen Hustenanfall bekomme, ich merke es nämlich schon richtig kratzen im Hals, mache ich hier mal einen kleinen Cut. Ihr habt wieder ein bisschen mehr gesehen. Ich wollte eigentlich auch diese Woche noch einen Stream machen, aber ich fürchte, wegen meiner Stimme wäre das vielleicht nicht ganz so gut. Und ich hoffe, dass es mir nächste Woche besser geht. Ich werde es natürlich auf jeden Fall auch noch preisgeben. Ich werde es dann bei YouTube noch reinschreiben, bei Twitter reinschreiben, wann ich dann streamen werde. Und dann muss ich mal schauen. Ich denke, dass wir dann da nochmal komplett von Anfang an anfangen. Vielleicht machen wir auch weiter. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Es wäre nur ganz schön, wenn wir dann so diesen Cut hätten, dass wir bei den Videos immer weitermachen können und im Stream dann ja alles nochmal von vorne so ein bisschen zeigen können, von den Welten her und wie sich das Ganze aufbaut und so. Muss ich mal sehen, wie ich das genau mache. Auf jeden Fall hat es mir wieder sehr großen Spaß gemacht. Ich hatte einige Herzattacken zwar, aber ja, ich habe irgendwie allerdings die Befürchtung, dass es nicht besser werden wird. Ich hoffe aber trotzdem, dass ich jetzt nicht bei jedem Level auf 30 Gegner auf einmal treffe. Mein armes, kleines Gameplayerin-Herz. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von EU wieder. Bis dann!
Ciao.